Ja, servus Leute, heute ist es soweit. Heute steht der Erstflug mit meiner kleinen Mini 4 Pro an. In diesem Video schauen wir uns mal ein paar Funktionen an. Ich teste die Flugzeit und natürlich die neuen Features, sowie das Active Track, Waypoints und Time Warp und noch vieles mehr. Akku ist schon drin, gleich geht's los und euch wünsche ich natürlich viel Spaß bei diesem Video. Ja Leute, ich bin heute schon früh unterwegs, denn ich will heute den ganzen Tag mit der Mini hier viel fliegen und viel testen. In diesem Video schauen wir uns mal die grundlegenden Funktionen an der kleinen Mini 4 Pro. Die neuen Features natürlich wie das Active Track und Waypoints und so weiter. Ich werde aber jetzt nicht so detailliert auf die einzelnen Features und Funktionen eingehen. Wenn ihr da speziell mal irgendwo zu einem Thema ein Video sehen wollt, wo ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehe, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir einfach mal rein, was euch so interessiert. Und ja, wie gesagt, wir gucken uns heute mal das kleine Gerät hier an, mal so einen kleinen Überblick zu verschaffen, was die Mini alles kann und wie die neuen Features so funktionieren. Ja, als erstes möchte ich euch mal die Fly-App zeigen, die Software, die jetzt auf diesem RC2-Controller installiert ist. Dazu starte ich jetzt einfach mal hier die Bildschirmaufnahme. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Die kleine Mini ist mal eingeschalten. Dann haben wir hier auch schon ein Bild. Ich kann also hier auch schon mit der Kamera ein bisschen was machen. Und jetzt gebe ich euch mal so eine kurze Übersicht über die Daten und die ganzen Anzeigen, die ihr hier zu sehen bekommt auf diesem Display. Hier oben links haben wir eine Taste. Da können wir dann den Cinema-Modus, den normalen Modus oder den Sport-Modus einstellen. Je nach Modus fliegt die Drohne etwas schneller, etwas langsamer. Cinema-Modus ist natürlich für langsame Schwenks, für schöne Filmaufnahmen. Da ist das Ganze ein bisschen reduziert von den Geschwindigkeiten. Normalmodus, ja normal, und Sport ist eben ein bisschen flotter unterwegs. Rechts oben sehen wir dann hier den Akkustand. Da haben wir jetzt momentan 98%. Flugzeit sieht man dann gleich, wenn wir in der Luft sind. Wir haben hier rechts daneben eine gute Verbindung. Das ist das ERC mit diesen kleinen Strichchen. Da sieht man, wie gut die Fernbedienung und das, die Drohne verbunden ist. Daneben haben wir noch rot die Sensoren. Die sind natürlich jetzt noch nicht eingeschalten, weil die Drohne noch nicht fliegt. Und daneben haben wir jetzt momentan 25 Satelliten. Ja, dann haben wir unten rechts noch den Speicher. Momentan sind wir im Fotomodus. Da komme ich aber gleich dazu. Rechts haben wir dann die verschiedenen Funktionen. Einzelfoto, Video, Mastershots, Quickshots, kommen wir gleich noch dazu. Links unten sehen wir dann noch die Geschwindigkeit und die Höhe von der kleinen Mini. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich drücke mal hier auf meinem Timer auf Start und dann heben wir mal ab hier das erste Mal. In dem Fotomodus kann man jetzt hier verschiedene Sachen machen. Wir können Einzelbilder machen, wir können eine Belichtungsreihe starten. Da gibt es ein etwas dunkleres Bild, normal helles Bild und ein bisschen überbelichtetes Bild. Und aus diesen drei Bildern kann man dann ja, ein gutes Bild raussuchen oder mit der Software das optimal dann auslichten. Dann haben wir hier noch ein Intervallfoto, da kann man einstellen, 5 Sekunden und so weiter, 10 Sekunden, 20 Sekunden. Da macht die kleine Mini alle 5 oder alle 10 Sekunden ein Foto. Ja, und die letzte Funktion ist hier dann die Serie. Da kann man dann mehrere Fotos einfach hintereinander schießen. Das macht sie dann automatisch. Man muss jetzt nicht 5-mal auf den Auflöser drauf drücken, sondern die, glaube ich, macht dann 3 oder 5 Fotos. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall kann man dann eine kleine Serie von Fotos schießen. Ja, wie gesagt, ist es heute ein bisschen windig. Deswegen zappelt die auch so ein bisschen rum. Da muss ich aber gleich dazu sagen, ich bin der Meinung, dass die Mini 2 ein bisschen ruhiger in der Luft war. Auch wenn jetzt so ja, ein bisschen Wind gegangen ist wie heute. Ich fliege jetzt mit der Mini ein kleines Stück höher. Dann machen wir mal die ersten Fotos. Wie gesagt, wir sind jetzt hier im Einzelbild-Modus. Damit kann ich jetzt einfach mal ein paar schöne Fotos machen. Ich habe die Kamera jetzt auf 48 Megapixel gestellt. Man kann hier mit 12 und mit 48 Megapixel Fotos machen. Jetzt fliegen wir mal ein bisschen höher, erkunden wir mal kurz ein bisschen die Gegend, suchen wir uns ein schönes Motiv und schießen wir mal ein paar schöne Fotos. Hier im Display seht ihr auch, dass mein Homepunkt markiert ist. Also wenn ich jetzt hier mit der Mini rumfliege, bleibt die Heimposition, ja, der Homepoint, der bleibt hier immer in dem Display markiert. Das finde ich auch ganz cool, ist auch eine neue Funktion, das hatte meine Mini 2 ja auch noch nicht. Und jetzt schwenke ich mal hier hoch und dann fotografieren wir einfach mal hier diese
Landschaft hier. Also von der Bildqualität muss ich schon sagen, ist sie wirklich super. Jetzt machen wir hier einfach mal ein Foto in Einzelfoto. Ich drücke einfach hier auf diesen kleinen weißen Knopf und schon schießt sie hier ein Foto. Das Neue an der Mini 4 Pro ist jetzt der vertikale Modus. Man kann jetzt auch im vertikalen Modus Fotos und Videos aufnehmen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir drücken hier am Display auf den Button, dann switcht die kleine Mini hier die Kamera in den vertikalen Modus. Dann können wir natürlich auch wieder hier auf dem Display einfach draufdrücken und Fotos schießen. Oder ihr habt auch hinten die Möglichkeit, an der Rückseite hier ist die Taste C2. Mit der Taste C2 kann man hier ganz einfach den vertikalen oder den horizontalen Modus wechseln. Natürlich kann man auch in den vertikalen Modus wieder rauf und runter schwenken und auch wieder mit der Taste hinten ein Foto schießen. Das gleiche geht natürlich auch beim Video, also auch bei den folgenden Videoaufnahmen oder Videomodis kann man natürlich auch immer hier vertikal oder horizontal aufnehmen, je nachdem, was man eben möchte. Als nächstes schauen wir uns den Videomodus an. Da gibt es ja auch wieder mehrere Optionen. Einmal normal. Jetzt sehen wir auch unten hier bei Speicher, zeigt es nicht mehr die Fotos an, sondern die Zeit, wie lange man noch aufnehmen könnte in der Auflösung. Momentan sind wir in 4K 60 FPS. Ich kann aber hier auch mal 1080p mit verschiedenen Framerates fahren. Ich gehe wieder zurück auf 4K 60 FPS. Ich lasse das heute alles in 4K 60 FPS einfach laufen, damit ihr mal ja die Qualität so ein bisschen begutachten könnt. Da kann sich jetzt jeder selber so ein bisschen die Meinung bilden. Wie gesagt, natürlich frisst der YouTube einmal ein bisschen was von der Qualität, aber damit man mal so sieht, was da rauskommt aus der Mini. Dann gibt es noch Nachtoption, es gibt noch Zeitlupe. Wenn man auf Zeitlupe geht, kann man hier mit 4K 100 FPS aufnehmen oder sogar mit 1080p, also in Full HD mit 200 FPS. Das ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Das werden wir dann gleich mal ausprobieren, aber zuerst möchte ich mal ein normales Video machen. Jetzt gehe ich mal hier auf normal, 4K 60 FPS und ich starte einfach mal hier die Aufnahme. Das kann ich auch wieder auf dem Display mit dem Icon, mit dem roten klicken, also mit diesem roten Punkt oder einfach hier hinten auf Aufnahme auf meinem Controller. Und jetzt nimmt die Mini hier Video auf. Da wir jetzt eh nicht mehr so viel Akku haben, würde ich sagen, ich komme mal hier langsam runter, mache mal hier so einen Schwenk und fliege mal hier so ein bisschen um mich rum, damit wir gleich landen können. Und dann können wir gleich mal gucken, wie lange wir jetzt schon geflogen sind. Mit der Steuerung muss ich erst noch ein bisschen üben, da muss ich erst klarkommen. Das ist bei jeder Drohne jetzt aufs Neue wieder ein bisschen anders. Hier sieht man jetzt, bin ich mit meinem Tischlein. Da kommt sie auch schon wieder, die kleine Mini. Hinter mir ist die Sonne. Jetzt seht ihr auch mal, wie das aussieht, wenn die Mini direkt in die Sonne filmt. Und wenn wir jetzt hier mal so kurz schwenken noch, dann filmen wir mal in die andere Richtung. Da sieht das Ganze natürlich schon ein bisschen besser aus. Nur, dass ich mal diese Videofunktion kurz gezeigt habe. Wie gesagt, man kann da mit 4K 30, mit 4K 60 aufnehmen oder 1080p in Full HD, alle möglichen Framerates, habt ihr ja gesehen. So, mittlerweile ist der Akku kritisch. Wir haben jetzt noch 10% laut Anzeige drin. Jetzt fängt sie automatisch an zu landen. Wenn ich das Ganze verhindern will, muss ich einfach nur ein bisschen nach oben drücken. Dann kann ich sie wieder hoch manövrieren. Aber wie ihr seht, sie sinkt. Sobald ich den Knüppel loslasse, sinkt sie wieder automatisch runter. Deswegen werde ich jetzt mal lieber landen, damit der Akku hier keinen Schaden nimmt. Mal ganz vorsichtig hier auf meinem Tischlein. Ja, während die Mini jetzt ein bisschen abkühlt, habe ich jetzt mal auf die Uhr geguckt. Also ich bin jetzt 25 Minuten knapp geflogen. 34 Minuten ist ja angegeben laut Hersteller. 34 Minuten steht extra mit dabei unter Laborbedingungen. Das heißt wahrscheinlich kein Wind, wird nicht gefilmt, wird keine Fotos gemacht. Einfach nur schweben oder vielleicht so ein bisschen rumfliegen. Da kann man schon 34 Minuten schaffen. Aber damit ihr mal seht, was so realistische Flugzeit ist, wenn man jetzt so ein bisschen filmt und ein bisschen Fotos macht, da denke ich, sind so 25 bis 26 Minuten ja ganz okay. Je nachdem, welche Auflösung man natürlich filmt und wie oft man ein Foto macht und natürlich, wie der Wind geht und wie schnell die Mini fliegt, braucht es natürlich auch mehr oder weniger Strom. Aber ich denke mal, so mit knapp 25 Minuten kommt man da eigentlich schon gut hin. Ich mache jetzt mal einen neuen Akku rein und dann schauen wir uns die nächsten Funktionen an. Für die nächsten Tests habe ich mir jetzt mal die GoPro auf den Kopf geschnallt. Mittlerweile geht ganz schön der Wind.
Der nächste Punkt in unserer Liste wäre ja jetzt hier eigentlich Master Shots. Damit man aber das ein bisschen besser versteht, schauen wir uns erstmal die Quick Shots an und überspringen die Master Shots. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Ja, dann probieren wir mal so einen Quickshot. Wir haben ja hier verschiedene Optionen. Einmal Droney, Rocket, Greisen und so weiter. Das sind halt alles vorgefertigte, vorprogrammierte Flugmanöver, die die Mini hier automatisch macht, ohne dass wir was steuern müssen. Ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal den Droney. Da fliegt sie in einem schrägen Winkel einfach von uns weg. Wir müssen uns natürlich vorher markieren. Ich drücke einfach mal auf das Plus. Jetzt bin ich markiert. Distanz mache ich mal 30 Meter, das reicht jetzt mal zum Gucken. Dann drücke ich auf Start und dann geht's schon los. Dann fliegt die Mini jetzt leicht schräg nach oben, immer weiter weg von mir. Filmt mich auch die ganze Zeit dabei. Und wenn sie dann da oben angekommen ist, in 30 Meter Entfernung, fliegt sie wieder zurück zu mir und ja, bleibt wieder genau auf dem Punkt, genau in der gleichen Höhe, wo sie auch losgeflogen ist. Das sind natürlich super schöne Aufnahmen. Vor allem muss man sich nicht drum kümmern, die Drohne fliegt hier vollautomatisch und ich glaube, dass die kleine Mini auch ein bisschen besser fliegt, wie wenn man jetzt hier manuell steuert, außer man hat wirklich sehr viel Übung und ja, sehr viel Erfahrung beim Fliegen mit der kleinen Mini, dann kann man das natürlich auch vielleicht so gut manuell hinkriegen. Als nächstes versuchen wir hier das Kreisen, das habe ich jetzt hier schon mal ausgewählt. Da kreist die Mini immer im gleichen Abstand, einmal 360 Grad um mich rum. Ich markiere mich hier wieder, drücke einmal auf das Plus, dann kann man noch auswählen, ob links oder rechts rum. Das ist jetzt mal völlig egal, dann drücken wir auf Start und dann geht's los. Und jetzt fliegt die kleine Mini hier einmal um mich rum, behält mich die ganze Zeit immer in der Mitte. Und wenn sie dann angekommen ist, an ihrem Startpunkt, bleibt sie auch wieder stehen. Das sind natürlich super tolle Funktionen. Wie gesagt, ohne dass man jetzt viel machen muss, kann man hier total schöne Videoaufnahmen machen. Und jetzt können wir zu den Master Shots kommen. Ich gehe jetzt hier mal im Menü auf Master Shots. Denn die Master Shots sind jetzt mehrere Quick Shots hintereinander einfach zusammengesetzt. Das macht die Software hier automatisch. Die macht hier einfach einen Droney, danach macht sie einen Kreisen, dann tut sie ein bisschen zoomen, ein bisschen wegzoomen, fliegt aber dabei voll autonom rum. Das machen wir jetzt mal. Ich markiere mich wieder und drücke hier einfach mal auf Start. Jetzt ist hier unten auch die Karte aufgepoppt, hier unten in der Karte. Die können wir mal groß machen. Da sehen wir nämlich auch jetzt das Flugmanöver, was hier geplant ist. Also sie fliegt jetzt hier ein bisschen rum, filmt mich natürlich die ganze Zeit und am Ende wird das Ganze als ein schönes kleines Video zusammengesetzt, ein schöner kleiner Clip, ohne dass man jetzt viel machen muss. Und das sind die Master Shots. Und das ist natürlich schon toll, da kann man richtig schöne Aufnahmen machen, einfach von sich im Urlaub. Oder wenn man irgendwo unterwegs ist beim Spaziergehen und möchte einfach mal sich ja, irgendwo eine Sehenswürdigkeit ein bisschen filmen oder ja, einfach so eine schöne Erinnerung haben, mal ein schönes Video irgendwo machen, macht die kleine Mini alles hier vollautomatisch. Als nächstes kommen wir zu den Wegpunkten. Ein tolles Thema, eine richtig tolle Funktion, die die neue Mini 4 Pro jetzt hier kann und sehr umfangreich auch wieder. Da müssten wir vielleicht echt mal ein separates Video dazu machen, um da mal in die Tiefe reinzugucken, was man da alles machen kann. Man kann hier einen Weg festlegen, also eine Route festlegen, die Mini autonom fliegt. Mit Höhe, mit Geschwindigkeit. Man kann auch an bestimmten Punkten Fotos und Videos machen. Irgendwelche Aktionen, die Mini ausführen soll in der Zeit, in der sie fliegt. Also wirklich sehr umfangreich. Aber wir gucken da jetzt mal kurz rein, programmieren da mal so einen kleinen Kurs, so einen kleinen Waypoint, so eine Waypoint-Mission, um mal zu sehen, wie das Ganze so grob funktioniert. So, meine kleine Mission habe ich jetzt mal programmiert. Ich habe jetzt mal 4 Wegpunkte festgelegt mit verschiedenen Aktionen in verschiedenen Höhen. Der erste Wegpunkt ist in 35 Meter Höhe. Da soll dann ein Video gestartet werden. Dann geht es weiter zu Wegpunkt Nummer 2, Wegpunkt Nummer 3. Da soll dann das Video beendet werden und am Schluss, beim letzten Wegpunkt, soll dann nochmal ein Foto gemacht werden. Jetzt klicke ich einfach hier auf Weiter und mache Go. Dann kann ich hier noch bestätigen und dann sollte die Mini automatisch abheben. Auf 35 Meter steigen und ihre Wegpunkte hier einen nach den anderen abfliegen und diese Aktion abarbeiten. Das jetzt mal hier bloß mal zum Demonstrieren. Jetzt ist sie am ersten Wegpunkt angekommen,
Jetzt sollte sie eigentlich die Aufnahme starten. Zack, Video ist gestartet. Ich habe natürlich jetzt den Kamerawinkel nicht eingestellt. Ich kann auch hier nicht mehr rumdrehen. Da kann man jetzt nichts mehr verändern. Da müsste man diese Wegpunkte nochmal neu programmieren. Jetzt ist die Aufnahme halt gestartet. Jetzt fliegt sie ihren nächsten Wegpunkt an. Während der Bauer mir bei mir im Hintergrund noch ein bisschen hier sein Gras einsammelt, fliegt die Mini jetzt hier ganz autonom ihren kleinen Rundkurs. Und wenn sie danach wieder da ist, sollte sie auch automatisch wieder landen. Und da ist die kleine Mini wieder. Nach ihrer erfolgreichen Mission hat sie jetzt ein paar Fotos und ein paar Videoaufnahmen gemacht. Wie gesagt, da kann man natürlich noch viel mehr einprogrammieren. Man kann natürlich auch diese Waypoints immer wieder bearbeiten. Ich kann hier alles Mögliche einstellen. Ich zapp hier mal so schnell so durch. Hier seht ihr auch die Gimbalneigung. Ein Zoom kann man einstellen. Man kann auch für ein paar Sekunden hier schweben. Alles Mögliche. Wie gesagt, Foto aufnehmen, Video starten, Video beenden und so weiter. Geschwindigkeit, Höhe, alles Mögliche. Da kann man echt ganz schön viel rumspielen. Aber, dass ihr mal gesehen habt, wie gut das Ganze hier mit der kleinen Mini 4 Pro funktioniert. Als nächstes schauen wir uns jetzt mal die Active Track Funktion an. Da gibt es jetzt auch wieder mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man sich natürlich mal tracken, man kann manuell fliegen und die Mini hält mich die ganze Zeit immer im Fokus. Die Aufnahme läuft schon, auch meine Fernbedienung wird wieder aufgenommen. Ich markiere mich jetzt einfach mal hier. Jetzt hat mich die Mini erkannt, jetzt mache ich mal Active Track und mache Go. Und wenn ich jetzt die Mini bewege mit meinen Knüppeln, egal in welche Richtung, werde ich automatisch erkannt und sie hält den Fokus immer auf mich. Also ich muss mich nicht mehr um die Kamera kümmern. Die Kamera verfolgt mich jetzt immer hier automatisch. Auch wenn ich ein bisschen weiter wegfliege und ein bisschen höher fliege, passt sie automatisch den Kamerawinkel an. Ich kann hier auch wieder einfach um mich rumfliegen. Und die Mini verfolgt mich immer mit ihrer Kamera. Das ist jetzt mal die eine Funktion, die man machen kann. Natürlich kann man auch die Mini einfach selbst fliegen lassen. Ich fliege jetzt mal wieder ein bisschen näher. Ich bin immer noch hier getrackt. Und jetzt gehe ich einfach mal ein Stückchen in die Richtung. Und die Mini sollte mir eigentlich folgen. Ihr seht jetzt unten links das kleine Männchen mit diesen zwei Kreisen. Und dieser weiße Punkt ist rechts von mir. Jetzt hat sich die Mini automatisch die Position gesucht, die rechts von mir ist. Ich gehe jetzt einfach mal um 90 Grad nach links. Jetzt gehe ich mal weg von der Mini in die Richtung. Und auch jetzt sucht sich die Mini wieder automatisch meine rechte Seite und filmt mich hier. Wie ihr seht, funktioniert das Active Tracking wirklich wunderbar in dieser kleinen 249 Gramm leichten Drohne. Hier auf dem offenen Feld ist es ja noch nichts Besonderes, da hat sie ja noch keine Hindernisse, muss auch noch mit den Sensoren überhaupt nicht arbeiten. Und deswegen bin ich auch mal in den Wald gegangen und habe hier einen Härtetest gemacht. Und was da passiert ist, das seht ihr jetzt. Da ich jetzt hier gleich in der Nähe von einem kleinen Waldstück wohne, bietet sich das natürlich optimal an, um hier mal erste Versuche mit dem Active Track zu machen. Ich habe das jetzt mal aktiviert, Aufnahme an der Mini läuft. Und jetzt bin ich ja gespannt, ob wir hier heil durchkommen. Jetzt gehe ich einfach mal ein bisschen schneller. Mal schauen, ob sie hinterherkommt. Jetzt gibt sie natürlich ein bisschen mehr Gas. Muss mir ja folgen. Das wird jetzt knapp. Aber sie erkennt's. Also sie manövriert da richtig gut durch. Wir rieseln immer ein bisschen so kleine Blätter runter von der Birke. Das ist natürlich schon gefährlich. Ich muss auch immer hier ein bisschen gucken, wo ich lang gehe. Aber selbst wenn man jetzt mal ein bisschen Gas gibt und mal ein bisschen schneller unterwegs ist. Da hat sie es nicht gepackt. Ja, Freunde, jetzt ist mir schon kurz das Herz in die Hose gerutscht, aber wie ihr seht, sie fliegt noch, sie hat es gut überstanden. Sie hat jetzt hier aus einer, ja, gut 1,5 Meter aus der Höhe jetzt hier einen kleinen Absturz gemacht. An dieser Stelle höre ich jetzt auch lieber auf mit dem Active Track, zumindest hier im Waldstück.
Ja, im Wald hat es leider gekracht. Da ist die Technik an ihre Grenzen gekommen. Da hat die kleine Mini bzw. die Sensoren den Baum wahrscheinlich nicht gesehen. Der hatte einfach zu wenig Blätter. Und das ist genau das, wo man ein bisschen mit klarem Menschenverstand fliegen muss. Die Technik ist nicht unfehlbar, auch wenn sie eine 360-Grad-Erkennung hat, gibt es trotzdem Situationen, wo das Ganze eben versagt. Deswegen trotzdem vorsichtig fliegen und am besten der Technik nicht vollkommen hundertprozentig vertrauen. Zum Schluss zeige ich euch noch eine kleine Hyperlapse-Aufnahme, die ich heute gemacht habe. Dazu muss die Mini ja ein bisschen länger unterwegs sein. Die macht dann in verschiedenen Intervallen Fotos. Das Ganze wird dann zu einem Video zusammengesetzt und dann bekommt man hier so eine wunderschöne Hyperlapse-Aufnahme zusammen. Ja Leute, genug getestet für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in dieses kleine Wunderwerk der Technik. Anders kann ich es nicht immer sagen. Es ist unglaublich, was diese kleine 249 Gramm leichte Drohne alles kann. Diese ganzen 4K 60 oder sogar 100 FPS, dieses ganze Active Tracking, wie gut das alles funktioniert. Natürlich muss man immer ein bisschen aufpassen mit den Sensoren oder mit der Technik allgemein. Sie ist nicht unfehlbar. Das habt ihr gesehen. Im Wald hat es leider gekracht, aber trotzdem hat die Mini alles gut überstanden. Gott sei Dank ist sie heil geblieben und somit freue ich mich schon auf weitere tolle Abenteuer mit dieser kleinen Drohne. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir einen netten Kommentar drunter. Wie gesagt, wenn euch irgendwas speziell interessieren sollte, mache ich gerne dazu noch ein detaillierteres Video. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, haut's rein, Servus, pfiat's euch.